Heute unterhalte ich mich mit dem Nachrichtenagentur-Fotografen Kai Pfaffenbach. Er arbeitet für die Nachrichtenagentur Reuters und ist über 150 Tage im Jahr bei sehr vielen Großereignissen und wichtigen Terminen im Einsatz. Das reicht von Olympischen Spielen bis hin zu Einsätzen in Kriegsgebieten. Kai berichtet über seine tägliche Arbeit, über seinen Werdegang vom Radiosender in Hessen zur Nachrichtenagentur. Er erzählt mir, wie er es schafft, oft an der richtigen Stelle zu stehen und Bilder zu fotografieren, die die meisten von uns eigentlich in der Zeitung sehen und auch kennen. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Kai Pfaffenbach. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Film, Fotografie und Business bei iTunes und auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Gero Breleur und ich bin Fotograf und Filmer aus Berlin. Ich bedanke mich in dieser Folge ganz besonders beim Landgasthof Wagner. Der Landgasthof Wagner liegt nahe der A9 zwischen Ingolstadt und Nürnberg und bietet ein sehr leckeres Essen, sehr gute Küche und wunderschöne Hotelzimmer in einer tollen, landschaftlich reizvollen Gegend. Und dort war man so nett, mir einen Raum für das Interview mit Kai Pfaffenbach zur Verfügung zu stellen. Also eine echte Empfehlung von mir, der Landgasthof Wagner, und vielen Dank an das Team dort. Und jetzt viel Spaß bei meinem ersten Teil meines Gespräches mit Kai Pfaffenbach. Wie hast du denn überhaupt angefangen mit der Fotografie? Also wie bist du überhaupt zum Fotoapparat gekommen? Vielleicht kannst du das mal erzählen. Also ich bin ja eigentlich gar kein ursprünglicher Fotograf. Ich habe ja Journalistik, Politik und Geschichte studiert, habe nebenher fotografiert für die Lokalzeitung, ein bisschen Sport. Und irgendwann kam dann mal die Frankfurter Rundschau und der Kicker und haben gesagt, ach, kannst du für uns nicht auch mal ein bisschen Fußball fotografieren? Und so hat sich das weiterentwickelt während dem Studium. Habe dann zwischendrin noch ein Volontariat als Redakteur angefangen bei einem Radiosender. Und die Fotografie war immer ein ambitioniertes Hobby, bis dann die Frankfurter Allgemeine mal gefragt hat, wie es denn aussieht, ob ich nicht für sie fotografieren wollte. Und da wurde die Geschichte dann professionell, sehr professionell. Aber hattest du dann das Studium dann beendet oder wie lief das? Also ich habe das Studium nicht beendet, ich habe das Studium quasi unterbrochen, das jetzt mittlerweile seit 24 Jahren. Ich werde es auch, glaube ich, nicht mehr aufnehmen, weil sich das danach so verselbstständigt hat. Es ist relativ kurzzeitig später, 2 Jahre später, 94, 95, hat Reuters dann angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, als freier Fotograf in das Agenturgeschäft einzusteigen, wovon ich vorher überhaupt keine Ahnung hatte. Also das war eine ganz andere Geschichte als das, was ich im Tagesgeschäft bei der FAZ erlebt habe, wo Leute im Labor, die Filme entwickelt haben und die Abzüge gemacht haben. Und jetzt musste ich auf einmal mit dem Föhn und mit Spiritus in Flaschen durch die Gegend rennen, um Filme irgendwo auf Stadiontoiletten zu entwickeln, die dann einzuscannen und Farbbilder in die Welt zu schicken. Das war schon nochmal eine Stufe. Das ging dann auch alles sehr schnell und mehr oder weniger so autodidaktisch, weil nicht so richtig jemand da war. Denn der Kollege, für den ich damals als Backup geholt wurde, der ist relativ zügig dann zu einer anderen Nachrichtenagentur und dann saß ich in diesem Frankfurter Reuters-Büro und hatte den Salat. Okay, aber das heißt, du fährst öffentlichen Personennahverkehr immer noch mit deinem Studentenausweis kostenlos? Ich habe keinen mehr. Ich hab keinen mehr und öffentlichen Personennahverkehr nutze ich nur in allergrößten Notfällen. Ich bin nicht so richtig der Fan von Bus und Bahn, muss ich gestehen. Das heißt, die Lokalzeitung war relativ kurze Episode, oder? Ja, die war deshalb langweilig, dass während der Schulzeit, also vorm Abitur schon angefangen habe, so diese klassische Ochsentour so zur Jahreshauptversammlung vom Kaninchenzuchtverein. Und ich habe dann festgestellt, wenn ich da ein Foto mache, wenn der Vorstand gewählt ist und das im eigenen Labor abziehe und in der Zeitung abgebe, dann verdiene ich im Vergleich zu dem, was ich für den Text bekommen hätte, diese 2 Spalten und 35 Zeilen, verdiene ich wenigstens ein bisschen Geld. Und mir war das so als Schüler und dann auch als Student natürlich lieber, als in irgendeinem Café zu kellnern. Und das hat immer dafür gereicht, dass das Taschengeld reichlich vorhanden war. Aber du hast den Text nicht mitgemacht dann, oder? Doch, was? Text wollte ich sagen. Ich habe die Texte auch geschrieben. Ich habe auch ganze Geschichten für die Zeitung. Ja. So Klassiker, ein Tag mit dem Bademeister, ein Tag mit der Müllabfuhr. Genau. Also diese klassischen Lokaljournalismusgeschichten. Die habe ich schon auch alle miterlebt und mitgemacht. Und das ist, aber du kamst vom Text und hast mit fotografiert. Ja. Okay, bei mir war es umgekehrt. Ja. Ich habe fotografiert und habe dann zwischendurch meinen Text mitgeschrieben. Und ich glaube, das ist gar nicht schlecht, weil das, was ich hier mache, diese Fotografiererei ist das eine, aber
der wichtigste Teil ist ja nach wie vor der Journalismus da drin. Und ich glaube, da hilft mir auch diese journalistische Vor- und Ausbildung ganz gut. Hm, verstehe. Und genau, also vielleicht kannst du dann mal erzählen, was und wie du heute arbeitest. Also du hast ja jetzt schon kurz angedeutet, du hast auch noch die analogen Zeiten mitgemacht, ohne Autofokus, dann damals auch noch für die jüngeren Zuschauer, Zuhörer, aber halt auch noch mit Film entwickeln und so weiter. Aber du bist genauso wie ich an den Papierbildern noch schon direkt vorbeigekommen? Oder? Ich bin an den Papierbildern, ja. Gottlob, vorbeigekommen. Genau. Allerdings, das war gerade die Zeit, genau. Wir sind ja ungefähr gleich alt. Ich muss aber dazu sagen, ich habe natürlich noch Papierabzüge gemacht. Klar, aber nicht mehr mit Tellsender halt. Ne? Genau. Also bei mir waren im DPA-Büro, es waren noch die Labore, standen noch da und die Vergrößerer, aber... Nee, wir haben bei Reuters relativ schnell mit dem System gearbeitet. Dolch T1 hieß das Ding. Das war so ein Kasten, sah aus wie ein riesen Transistorradio mit einem kleinen Screen, wo du dann die verschiedenen Farben, Magenta, Yellow, Cyan, das waren dann auch so Klassiker. Die Bilder gingen ja dann bei uns immer über London. Dann riefst du an und dann kam so, ja, wir Cyan is missing, Yellow is corrupt. Und dann hast du die einzelnen Sachen nochmal schicken müssen. Aber das war natürlich trotzdem schon ein riesen Vorteil oder nochmal ein Sprung, dass du direkt vom Negativ scannen konntest, als dass du nochmal Farbbilder hättest und den Vergrößerer abziehen müssen. Das war dann auch leichter, zum Beispiel bei einem Fußballspiel in einem Stadion zu reisen, weil du nur noch den Film entwickeln musstest, trocknen. Da gab es dann diese ganzen Tricks mit Spiritus. Und wenn er dann zu lang drin war, haben sich deine Filme wie zum Strohhalm zusammengerollt. Also Spitzfindigkeiten. Und das natürlich ist das öfters passiert. Und zu der damaligen Zeit war das durchaus dann auch üblich, dass du so agenturübergreifend dir auch mal ausgeholfen hast, wenn beim Kollegen irgendwie mit dem Film entwickeln was schief ging. Das ist heute nicht mehr ganz so. Das gibt es auch noch, dass man vielleicht auch mal so ein digitales Negativ, wie das so schön heißt, austauscht, aber das ist seltener der Fall. Ja. Und wie arbeitest du heute? Also das war jetzt schon eine Andeutung, aber... Also ich bin ja nun seit über 20 Jahren bei Reuters und seit 98 fotografieren wir voll digital in der Agentur. Das war so, dass du dann früher eben ganz normal auch die Bilder eingelesen hast ins Laptop, hast dann eine Vorauswahl getroffen und hast die entsprechend zu deinem Editor geschickt, der nochmal drauf geguckt hat, diese klassische Regelung, dass mindestens zwei Augenpaare so ein Bild kontrolliert haben sollen und dass die Bildunterschrift, die Caption, bei uns ist ja alles Englisch, passt. Und mittlerweile ist es so, dass ich 95% meiner Arbeit direkt aus der Kamera schicke. Habe also so einen mobilen Hotspot einstecken und einen Transmitter an der Kamera oder in der Kamera und schicke die Bilder direkt raus und mache eigentlich gar nichts mehr selbst an den Bildern. Das ist natürlich ein Riesenzeitvorteil. Allerdings ist ich habe immer gern ein Beispiel. Die Leute denken immer, es ist alles viel leichter und geht viel schneller. Aber das ist nur fast richtig. Dafür ist der Druck und der Stress viel größer. Ich erinnere mich noch an die Zeiten. Nehmen wir mal ein Champions League oder Europapokal der Landesmeisterspiele im München Olympiastadion. Wenn wir zu dritt oder zu viert waren, hat man meistens den Kollegen mit Film am weitesten vom Labor weg platziert. Und wenn der das Gefühl hat, er hat ein Foto, hat er die anderen Filme eingesammelt, ist rein. Und wenn er schnell war, kam er zur zweiten Halbzeit wieder raus, hatte 4-5 Bilder eben eingescannt und danach haben die Kollegen das Spiel zu Ende fotografiert, man hat entwickelt und hat dann eine Auswahl getroffen. Da hatten bei einem wichtigen Spiel mit, sagen wir mal, 3-4 Toren, hatten die 3 Fotografen am Ende 60-70 Bilder. Heute fotografierst du digital, du bist womöglich noch verkabelt und dann fällt in der ersten Minute ein Tor, in der fünften Minute gibt es eine rote Karte und dann wollen die Kunden, die ja viel mit Online-Foto- und Bilderstrecken arbeiten, permanent aktualisiertes Material haben und dann kann es passieren, dass du bei so einem Spiel dann mal mit 250 Bildern endest. Das heißt, du musst noch viel, viel wacher sein. Früher hat eine gute Aktion in der Halbzeit gereicht. Das ist heute das am wenigsten Wichtige. Du brauchst eine Reaktion vom Trainer, wie der die Wasserflasche in die Ecke schmeißt, ein Stürmer, der frustriert ist, weil er das Tor nicht trifft, dann ein Torwart, der irgendwie eine tolle Parade macht, ein Schiedsrichter, der eine Fehlentscheidung trifft. Jetzt ganz oder aktuell. Halt eben das Tor. Ne? Video oder eben das Tor. Das ist der wenn du dann nur ein entscheidendes Tor womöglich hast, ist es natürlich ratsam, dass es, wenn es auf deiner Seite passiert, nicht verpasst. Die Kollegen von der Gegenseite haben oft eine größere Möglichkeit oder... Aber das Bild ist nie so schön. Also es ist immer nur so ein Notbehelf. Aber trotzdem will die Kundschaft natürlich alles sehen. Ja, ja, genau. Das ist ja heutzutage mit dem Anpfiff hast du ja schon, beim Anstoß hast du ja schon teilweise der Anstoß schon gesendet. Ja, also das hat schon ein bisschen ausgeartet. Das Neue, das Moderne ist ja, dass du jetzt quasi schon, wenn die Spieler auf den Platz kommen, haben ihre riesigen Kopfhörer auf oder aus dem Bus, dass du da anfängst, schon Bildmaterial von zur Verfügung zu stellen, was ich jetzt persönlich ein bisschen... verrückt finde, aber es ist so, dass der Bedarf offenbar besteht und dann musst du den natürlich als Dienstleister in dem Geschäft musst du den decken, ist ja klar.
Ja, für online halt, ne? Ja. Kriegt ihr da bei Reuters an Feedback vom Kunden eher, dass zu wenig gesendet wird oder eher, dass sich Kunden beschweren, dass zu viel gesendet wird? Wie ist da bei Reuters das Feedback? Also wir sind ja bei Reuters dann eher auch so im Editing nach wie vor noch ein bisschen restrikter und ein bisschen enger, als das vielleicht bei anderen Agenturen oder reinen Sportagenturen der Fall ist. Wir hatten jetzt gerade kürzlich bei der Leichtathletik WM in London den Fall, das fand ich eigentlich ein ganz nettes Kompliment, dass jemand gesagt hat, ja, gute Bilder gibt es von den konkurrierenden Nachrichtenagenturen auch. Das sind alles Top-Fotografen, die bei so Events aufschlagen. Also sagte, ihr erzählt die Geschichte nach wie vor am besten. Also ihr kommt auf den Punkt, ihr macht nicht noch rundherum ständig irgendwie Blumengirlanden, sondern erzählt das, was wichtig ist. Und das ist für den Kunden ganz gut. Und das sieht man dann auch wieder, wenn du schaust, was wie genutzt wird. Ja, und mir ist nach wie vor einfach zum Beispiel eine Zeitung oder ein Magazin aufzuschlagen und das Bild da drin zu sehen, ist für mich immer noch schöner, als wenn ich es auf irgendeinem Tablet in der Fotostrecke überfliege. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, der größere Nutzen oder mehr Feedback bekommen auch die Kunden einfach über ihre Online-Anbieter, ist ganz klar. Ja, also du sagtest vorhin, ich glaube, das war aber, hattest du dich, glaube ich, versprochen, mit 60 Bildern mit einem Film, also das wäre aber schon ein Megaspiel geworden, oder? Also ich erinnere mich an mit Film, wenn du alleine warst, hast du 3-4 Bilder gehabt, hast das Ende noch nicht mal mehr fotografiert. Das, ne? ist richtig, ich sage ja, so ein Halbfinale, wo du mit 3 oder 4 Kollegen sitzt und dann in der Gesamtheit einfach nur um die Dimension deutlich zu machen, dass du heute ein Vielfaches, das ist auch erwartet. Ja, alleine wenn du mal überlegst, wie viele Bilder man macht bei einem Spiel. Ne? Ja. Wenn man überlegt, das hätte man früher auf Film gemacht, so viele Entwickler. Du hast immer geguckt, hast du noch 5. Andere Geschichten, Wintersport, ja, alpines Skirennen. Hast du Filme belichtet und dann hast du Kreuze gemacht, weißt die Startnummer 4 bis 8 sind die gewinnen. Und das war dann die Filmrolle, wo du dann das Kreuzchen drauf gemacht hast. Oder du wusstest, wenn du runtergefahren bist, hast dir draufgeschrieben, da ist drauf Startnummer 1 bis 6. Und dann wusstest du, das ist die Filmrolle, da ist der Sieger drauf, die entwickle ich zuerst. Weil das kann auch vorkommen, dass du dann halt mal mit 10 Rollen auftauchst. Und das funktioniert ja nicht. Das ist ja logistisch dann nicht mehr aufzuarbeiten. Oder war nicht mehr aufzuarbeiten. Jetzt ist es kein Problem. Jetzt gibt es Speicherkarten, ich weiß es nicht. Da kannst du endlos Bilder draufpacken. Ich glaube, die Canons, mit denen ich arbeite, die zeigt, egal wie groß die Speicherkarte ist, immer 1999 Aufnahmen an. Weil der Zähler gar nicht mehr kann. Genau, der Zähler geht nur bis 1999. Ja. Der Ablauf vielleicht nochmal für die Fotografen, wenn es jemand hört oder sieht, der das gar nicht kennt, diese Agenturgeschichte. Du drückst jetzt auf den Auslöser, du sagtest, du editierst dann in der Kamera. Erzähl mal, wie der Ablauf dann ist, wie das dann weitergeht vom Prozess. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Wir können bei Olympischen Spielen oder bei einer Fußball-WM ist es so, dass auch LAN-Kabel von den Veranstaltern zur Verfügung gestellt werden. Und dann könntest du theoretisch alles auch live fotografieren. Es gibt auch Agenturen, die das machen. Das heißt, alles, was der Fotograf fotografiert, geht direkt über das Kabel raus zu einem Editor, der schaut sich alles an. Macht wir arbeiten auch nicht, bei Reuters anders, beziehungsweise es ist den Fotografen anheimgestellt. Ich mache so, dass ich bei der Canon die Set-Taste benutze, um die Bilder oder eine Sequenz, dann schicke ich eben 5. Man muss halt ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt ein Tor habe und der Spieler rennt jubelnd auf mich zu, dass ich dann anfange mit dem Tor und dann in chronologisch schicke, weil sonst verliert der Editor natürlich den Überblick, weil der sitzt nicht im Stadion, der sitzt irgendwo anders. Ja, das ist ja heute mit unserem Editing-System möglich, dass egal wo jemand Internet hat, kann der mich editieren und kann die Bilder dann sofort auf den Satellit, auf den Server für die Kunden schicken. Und so funktioniert das dann auch. Und wenn ich dann halt mal 3 oder 4 zur Auswahl habe und dann ist derjenige, der das Beste aussucht, weil das kannst du ja in der Kürze der Zeit, natürlich könnte ich eine Screenlupe benutzen, aber das mache ich nicht, weil dann habe ich noch was umhängen und das ist umständlich. Also du siehst ja, Pi mal Daumen ist scharf oder scharf genug und eins ist knackig und dann sucht er sich das Beste aus. Und das ist ja dann auf dem großen Rechner, den er vor sich hat, kein Problem. Ja, ich fand es immer ganz angenehm, wenn man halt verkabelt war, zumindest bei größeren Geschichten, weil man da halt nicht nochmal zurück muss und man kann sich halt mehr konzentrieren, aber das machst du dann gar nicht, oder? Nee, ich mach das nicht. Es gab mal einen Spruch von einem Editor, never show your dirty underwear. Also die Sachen, die nicht scharf sind, die muss keiner sehen. Und aber hast du denn Sachen, die... Es kann durchaus mal vorkommen, natürlich höchst selten. Nein, ist ganz klar, da gehen auch Sachen schief. Ja, das muss jetzt gar nicht unbedingt beim Sport sein, es gibt ja 1000 andere Sachen, wo du eine Idee hast, versuchst und dann sitzt die Schärfe nicht richtig oder du hast dir vielleicht den Ausschnitt nicht so gewählt, wie du willst, die Belichtung ist nicht ganz auf dem Punkt und dann guckst du halt, dass du dann das beste Bild rüber schickst und alle sind zufrieden, als dass du 3 Gurken losschickst und
da schon einer sagt, Gott im Himmel, was ist denn jetzt mit dem los? Wird der alt oder wo hängt's? Und dann ist es besser, wenn du, also für mich ist es persönlich einfacher, einfach nur zu sagen, okay, ich gebe eine kleine Auswahl von dem Material, das ich für angemessen halte. Okay. Was war denn, oder kannst du sagen, was war denn für dich der entscheidende Punkt dafür, dass du jetzt das machst und wie du es machst, wie du heute arbeitest? Also gab es in deiner Karriere irgendwie, also was war der ausschlaggebende Punkt, dass du an dem Punkt bist, wo du heute gelandet bist? Also mir macht nach wie vor diese Nachrichtenfotografie, Fotojournalismus, mir macht das einfach total viel Spaß. Ein guter Freund von mir, der überhaupt nichts mit der Materie zu tun hat, ist Zahnarzt. Und er sagt, Mann, das ist atemberaubend. Du hast quasi jeden Tag, bist du live bei den Sachen dabei, die wir abends in den ersten 5 Minuten von den Nachrichten sehen. Das finden viele Leute total faszinierend. Für mich ist das so eine Form von Normalität. Du denkst manchmal gar nicht so sehr darüber nach. Aber hat natürlich recht. Genauso verhält sich dann auch mit meiner Entscheidung zu sagen, ich gehe in Kriegs- oder Krisengebiet. Einfach, weil ich dann selber sehe, was da passiert. Ob ich dann vielleicht trotzdem in der Form von einem großen Theater mich aufhalte, wie das jetzt kürzlich in Hamburg beim G20-Gipfel der Fall war, wo ich wirklich pausenlos immer in der ersten Reihe der Action war und wirklich gar nicht mehr wusste, was ist hier eigentlich? Ist das irgendwie eine riesige Inszenierung, so ein Hollywood-Spin-Doctor-Thing oder ist das noch real? Das ist manchmal nicht mehr wirklich festzustellen und für uns wird es ja immer schwerer, weil früher war ja Journalismus, Fotojournalismus so ein bisschen dieses Gatekeeping. Das war so eine moralische Instanz, auf die konnten die Leute sich verlassen. Und mittlerweile wird 10-mal Fake News geschrien und dann kann dein Bild noch so echt sein. Dann gibt es mehr Leute, die in den sozialen Netzwerken anfangen, dran zu zweifeln. Und das ist natürlich schwierig. Das macht die Arbeit nicht wirklich leichter. Was mich nach wie vor so motiviert, Fotojournalismus im Nachrichtenagenturgeschäft zu machen, ich finde auch diesen Konkurrenzkampf klasse. Also ich finde es schon spannend, wenn ich bei so Olympischen Spielen 100-Meter-Finale fotografiere, ob dann mein Bild gut genug ist gegen die Konkurrenz. Das ist ja quasi auch eine Sport- oder eine Fotografen-Olympiade, die da stattfindet. Da schickt ja jeder seine besten Leute hin. Und ich finde das nach wie vor, mir macht das Spaß. Und ich kann mir auch nicht wirklich richtig vorstellen, dass ich was anders machen möchte. Mhm. Du hattest jetzt schon ein paar Bereiche angesprochen, da würde ich gerne nochmal im späteren das etwas vertiefen. Also gerade wenn es um Echtheit geht und auch das Krisenfotografie-Geschichte. Wie würdest du dich denn vom Charakter her beschreiben? Was bist du für ein Typ? Ach, ich bin jetzt auch älter und ruhiger, aber ich war ja schon immer eher so jemand, der auch mal mit der Tür ins Haus fallen konnte. Ich glaube, ich bin ziemlich gerade raus. Also man muss sich keine Sorgen machen, dass ich jetzt für einen eigenen Vorteil einen Kollegen irgendwie in eine Falle tappen lasse. Also da würde ich eher sagen, da bin ich kollegial, aber ich bin schon auch ehrgeizig. Also ich bin schon ambitioniert, ich verliere nicht gern. Nee. Gab es da mal Situationen, wo es im Radsport, würde man sagen, mal mit Ellenbogencheck oder? Also es gibt physisch tatsächlich die Situation, aber das hängt nicht immer nur von einem allein ab, sondern auch vom Umfeld mit den Kollegen. Aber dass ich jetzt dann gesagt habe, okay, ich muss jetzt jemand anderem vielleicht das Bild kaputt machen. Also die Aktion ging von mir noch nicht aus, aber mir ist das mehr als einmal schon widerfahren. Wobei ich zum Beispiel aber gegenüber, auch... Also dass du es ja, erlebt hast von dass anderen mir, Kollegen. Dass mir Kollegen wirklich die Kamera vor die Linse gehalten haben oder obwohl man vorher eine klare Absprache getroffen hat, in welchem Rahmen man sich bewegt oder zum Beispiel Leichtathletik im Innenraum, wo ja sowieso nur eine handverlesene Anzahl von Fotografen auch unterwegs ist. Auch da kommen ist, wir dann nochmal in Detail, wie es da so abläuft. Dass du halt dann sagst, okay, wir benutzen alle einen 24-70 und auf einmal taucht einer mit einem 14mm auf. Und das sind so Sachen, die sind nicht schön. Und ich bin zum Beispiel jemand, der auch unglaublich gut dem Kollegen ein schönes Foto gönnt. Also ich bin das Einzige, wo ich sage, was ich wirklich bin, ich bin neidfrei. Also sowohl, wenn jemand irgendwas macht und gewinnt einen Preis oder verdient viel Geld, ich bin da ein komplett neidfreier Mensch und bin der Meinung, wenn ein Kollege ein tolles Foto macht und die ganze Welt sieht das, dann tut das ja mir, meinem Berufsstand und der ganzen Arbeit gut. Und dann ist es nicht so, dass ich mich gräme und sage, ach so ein Mist, warum hast du das nicht gemacht? Dann muss ich mich das nächste Mal entweder mehr anstrengen oder muss ein bisschen schneller sein, besser überlegen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch die Arbeit der Kollegen da respektiert und anerkennt. Das klappt beim einen besser, beim anderen weniger gut. Ja, also ich meine, es gibt auch Kollegen, da
ja, da hält sich so die freundschaftliche Bande in Grenzen. Das ist aber ganz normal. Ich meine, das ist, wo Menschen miteinander oder in dem Fall auch gegen, im Sinne von Konkurrenz, miteinander arbeiten, ist das völlig normal. Aber ist denn, weil das Wort jetzt schon öfter, also nicht Konkurrenz, das Wort kam, aber zumindest, dass man auch so mal ehrgeizig ist etc., gibt es denn, ist denn zwischen den Agenturen, würdest du das einschätzen, dass da ein großer Konkurrenzkampf ist unter den Kollegen? Finde ich eher so nicht. Hast du dann ein anderes Gefühl? Ich würde auch nicht sagen, dass man sich auf der Arbeitsebene, also quasi bei Fotografen, dass man sich da die Augen auskratzt oder die Linsen schmutzig macht oder was auch immer, damit man Kollegen vielleicht ins Leere laufen lässt. Das passiert nicht. Also ich habe die Erfahrung, gerade in Deutschland ist es so, auch im Konkurrenzgeschäft, dass man respektiert, was andere Leute machen und auch respektiert, was die können. Es gibt natürlich immer wieder mal ein schwarzes Schaf, auch im Großen und Ganzen in den Agenturen, die sich entsprechend präsentieren und gerieren und versuchen, Vorteile sich zu verschaffen in dem Wettbewerb. Aber ich würde es eher das Verhältnis im Ganzen als kollegial bezeichnen, als rabiat, definitiv. Ja. Also es ist eher kollegial. Bei allem Konkurrenzdruck und müssen alle Geld mitverdienen und die Agenturen müssen auch ihren Aufwand rechtfertigen, mit wie vielen Fotografen ich zum Beispiel so Olympische Spiele besetze. Das sind ja auch Dinge, die Leute oft ganz falsch einschätzen. So eine Nachrichtenagentur, die nach Rio 40 Fotografen einfliegt. Also wir gucken speziell Rio, habe ich nochmal in einem extra Blog, würde ich das ganz gerne machen. Ich würde sagen, das vertagen wir dann dahin. Du hast vorhin schon mal ein Vorgespräch kurz irgendwie gesagt, du bist zwar auch Technik begeistert und so weiter, so, was sind denn so deine Lieblingsspielzeuge, außer den Zigarren, die man dann öfter sieht bei dir? Also ich hab zwei Hobbys, die werde ich nicht los, das ist das Zigarrenrauchen und mit Armbanduhren, da komme ich auch von dem Fetisch komme ich auch nicht so ganz los. Allerdings muss man sich da einfach auch selbst disziplinieren, ja, das kann man ja auch nicht ins Uferlose wachsen lassen. Und ansonsten ist es schon so, dass ich auch so privat mich schon mit Kameratechnik auseinandersetze. Also ich habe auch gerne privat eine Kamera dabei, Point and Shoot, wie das so schön heißt, bin da aber von diesen ganzen Zigarettenschachtel-Dingern weg und bin jetzt bei einer Leica Q hängen geblieben und finde, dass das fantastischste, nutzvolle, professionelle Spielzeug ist, das ich jemals im Bereich der Fotografie erworben habe. Und ich glaube, ich habe nichts ausgelassen von Ixus 1 bis was auch immer da irgendwann kam oder Nikon Coolpix, Wasser- und Staubfest. Ja, ich glaube, ich hänge da schon noch so ein bisschen so in dieser beruflichen Materie drin. Allerdings ist es ja auch nichts anderes, als dass ich quasi, wie wir vorhin schon festgestellt haben, so ein bisschen auch mein Hobby zum Job gemacht habe. Und dann ist das ja ganz schön, wenn man das auch noch mit dem gleichen Elan und mit dem Enthusiasmus angeht, wie andere Leute im Hobby. Ja. Und Social Media mäßig bist du ja auch relativ aktiv, ne? Also so Postings und so weiter. Warum machst du das? Also ich habe du bist ja fest angestellter Reuters-Fotograf. Ja. Hast bestimmt auch einen tollen Titel, ich weiß nicht, wie du dich jetzt nennst, Senior, whatever. Ich bin mittlerweile ein sogenannter Cheffotograf Non-Acting, das heißt, ich bin Cheffotograf bei Reuters, habe aber keine Budget- und Personalverantwortung, sondern kann mich quasi nur um operative Dinge kümmern und das ist eigentlich ganz nett. Wobei, wie heißt es dann auf der Visitenkarte? Chief-Fotograf? Auf meiner Visitenkarte steht einfach nur Fotografer. Ja. Also ich bin da nicht so titelaffin. Also das ist ja dann so, das das spiegelt sich ja einmal im Monat mit dem Brief, den man von der Firma nach Hause kommt, wieder. Und das ist mir wichtiger, als dass ich jetzt irgendwie einen hochtrabenden Titel auf der Visitenkarte stehen habe. Und die meisten Leute, gerade in der Agentur oder in dem Fotojournalismusgeschäft, die wissen ja auch, was ich mache und wie ich es mache. Und dann spielt es eigentlich keine Rolle, ob ich jetzt einfach da nur, ich bin ja Fotograf. Ja. Also Senior hört sich ja so an, Ü50, und von daher ist mir Photographer eigentlich am liebsten. Okay.
Also genau, aber Social Media, warum betreibst du das? Also, ich fand das am Anfang, ich habe da schon relativ zeitig auch mitgemacht, so mit Facebook. Instagram bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu spät drauf gekommen, obwohl mich eine nette Kollegin aus Köln ganz am Anfang darauf hingewiesen hatte. Und ich habe das aber nicht ganz ernst genommen. Und mittlerweile ist das für mich ein super Schaufenster. Also auch für Reuters, mit meiner Reuters-Arbeit ein tolles Schaufenster. Wir hatten jetzt kürzlich die Geschichte beispielsweise. Da habe ich beim Confederations Cup im Fußball-WM-Vorbereitungsturnier in Sochi mit der Leica bei Spaziergängen immer mal so ein bisschen das Strandleben fotografiert und habe das dann auf Instagram gepostet. Wir haben die Bilder auch im Dienst gehabt. Und da hat der Peter Raffelt, glaube ich, von der Welt, hat das da gesehen, hat gesagt, oh, das ist cool, da machen wir mal eine Doppelseite raus, draus zur Russian Riviera. Also es ist tatsächlich auch so ein bisschen so ein Schaufenster, weil du hast da natürlich auch viele Follower aus dem Business, ob das dann Editors sind, Bildredakteure, Fotografen, Kollegen. Und ich bin da jetzt auch nicht so eigen, dass ich sage, ja, wenn ich irgendwie was Neues gemacht habe, dass ich das dann versteck, bis es irgendwann publiziert ist. Also ich meine, das ist ja heute sowieso alles mehr oder weniger zugänglich. Wir machen es halt so, dass wir die Bilder mit dem Wasserzeichen versehen. Das sind dann kleine, heißt dann auch so entsprechend komprimierte Auflösungen, dass da jetzt nicht einer anfangen kann, Poster von zu drücken. Ne? Mhm. Aber auch da wissen wir ja heutzutage digital, wenn man lange genug sucht, findest du jedes Bild in einer höheren Auflösung oder beschaffst es dir irgendwie. Von daher sehe ich das gar nicht so negativ, was da illegale Nutzung angeht. Außerdem kann sich Reuters da durchaus, wenn das jetzt einen gravierenden Fall gäbe, entsprechend wehren. Gab es das denn mal? Oder? Nee, also nicht, dass ich das wüsste. Oder hast du es von anderen gehört, dass da irgendwie, also ich habe jetzt überhaupt nicht über das Copyright also ich hab mal einen Kollegen in Frankfurt, dem hat eine Partei ein Bild quasi sich beschafft und hat da Plakate von gedruckt und er war dann baff, als er durch die Stadt gefahren ist und dachte so, ups. Aber das war dann auch relativ schnell geklärt. Ja. Also das der eine oder das andere. Das war wahrscheinlich der sowas die macht. Partei, die da bekannt für ist, dass es macht. Oder? Ja, das war in Frankfurt eine Partei, die der aber relativ nahe steht. Von daher war das schon so ein Pott. Ja. Ja. Ansonsten glaube ich, wird da öfters oder wird da, ich glaube, es sind freischaffende Kollegen, Einzelkämpfer sind davon mehr eher betroffen. Negativ betroffen. Also eine Agentur. Ich meine, bei uns ist in so einem Fall, würde sich da eine Rechtsabteilung mit den Kunden ins Benehmen setzen und dann findet man da, glaube ich, relativ schnell eine Einigung, ohne dass es da ein großes Feuerwerk geben muss. Also das heißt, du bist bei Facebook und inzwischen aber auch bei Instagram. Twitter mache ich Instagram auch. Twitter mache ich jetzt auch, allerdings bin ich nicht so der aktive Twitter-Fanatiker, sondern ich lese das mehr und nutze das einfach so zur Infobeschaffung für mich. Ab und zu tweete ich auch mal. Aber das können wir ja dann in dem Thema später nochmal aufgreifen. In Rio musste ich dann einmal kurz was tweeten. Okay. Und die Instagram-Geschichte, da weißt du aber schon, dass man das sozusagen, dass der Kanal möglichst so ein Bild haben soll. Deshalb wäre da mein Vorschlag einfach ein Instagram-Profil mit Zigarrenfotos und ein Instagram-Profil mit Agenturbildern zu machen. Kannst ja nochmal drüber nachdenken. Das ist keine schlechte Idee. Allerdings sind im Moment, glaube ich, die Zigarrenbilder so rar. Ach so, okay. Das ist also vielleicht doch mal irgendwie zu einem Zeitpunkt so Fotozeug ist da immer drin, weil ich ja auch so mit der Leica sofort so Blödsinn mache, so mit Instax, also mit Sofortbildern. Ansonsten habe ich dann für mich irgendwann mal so ein bisschen diese Collagenform entdeckt, einfach weil es dann auch wiederum die Bilder ein bisschen kleiner macht und die dann tatsächlich nicht in irgendeiner Art und Weise, da kann niemand Schindluder mittreiben, genau. Was ganz witzig ist, es gibt dann Kollegen, wenn du dann sie umstellst, die orientieren sich dann und dann fangen die auf einmal an, Collagen zu bauen und so. Das ist ganz witzig, das so zu beobachten und dann musst du halt zwischendurch immer mal wieder entscheiden, okay, jetzt machst du mal wieder was anderes. Ich fand es ganz gut, als Instagram irgendwann mal dieses Quadrat quasi aufgehoben hat, weil das ist ja nicht wirklich, früher hieß es immer im Fotoagenturgeschäft, also das Quadrat ist das Bild, das eigentlich gar nicht geht. Ja. Das muss hoch oder quer sein. Eins hoch, eins quer. Genau. Das ist nicht schwer. Ja, und nie ein Square. Genau. Ja. Und auf welche Bilder hast du die meisten Likes oder erreichst du am meisten mit? Also was ist da deine Erfahrung? Also lustig, also auf Selfie, Facebook, sag mal, also ich mache nicht viel Selfies, ich mache nicht so viel Selfies, also im Verhältnis zu dem, was da so an Selfies kursiert, also es gibt schon mal, dass jemand ein Bild macht bei der Arbeit, da gibt es witzige Sachen, das posten wir dann auch mal und da nehmen wir uns auch so mal selber auf die Schippe, da ist man auch nicht immer nur allein drauf, sondern vielleicht gerade mit einem Kollegen, wie man sich irgendwie ein Wettrennen über einen Platz liefert oder sowas und
das erheitert natürlich vor allen Dingen die Leute, die einen auch persönlich kennen. Dann gibt es natürlich so Highlights, die mit dem Nachrichtenwert, je höher der ist, umso größer ist natürlich dann auch das Interesse an so Sachen. Was interessanterweise auch immer wieder kommt, ist ein Bild, das man vielleicht schon gesehen hat, und dann gewinnst du mit so einem Foto einen Preis und dann postest du es nochmal und auf einmal hat es eine Vielzahl von Responses. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass ich so anfänglich nicht so Hashtag-affin war. Also das musste ich auch erst lernen. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Und muss man mit diesen Thematiken, muss man sich ja erstmal zurechtfinden, auseinandersetzen. Und bei Facebook ist es aber so, dass die meisten Likes nach wie vor die sind, wenn ich irgendwas mit meiner Tochter mache. Die ist mittlerweile 6 und ich reduziere das mittlerweile, weil sie auch eine ganz eigene Meinung dazu hat, wann sie fotografiert werden will oder nicht. Und das respektiere ich. Aber das kommt so in der Gesamtheit der paar tausend Leute, die mir da folgen, kommt das eigentlich immer wieder ganz, ganz gut an. Okay. Aber es ist so, dass du postest und Reuters freut sich, dass du es machst. So hatte ich das jetzt verstanden. Ja, also es ist so, es gibt da bei uns nicht so eine offizielle Richtlinie, dass man das grundsätzlich nicht darf oder nicht soll, sondern wenn man das eben mit dieser Social Media Compression und dem Wasserzeichen versieht, und dann, die Firma macht das ja auch selbst. Also wir haben ja auch eigene Reuters Pictures und Reuters News und Reuters Germany Kanäle, die auch in den sozialen Netzwerken vertreten sind. Da sieht man die Bilder ja dann auch ganz oft. Jetzt sind wir relativ weit schon mit dem privaten Bereich gekommen oder mit deiner Person, sage ich jetzt mal so. Vielleicht zum Outfit noch, das kultivierst du ja so ein Stück weit. Was steckt dahinter oder wie ist das gekommen? Ist das schon immer so, dass du auf dein Outfit sehr großen Wert legst? Oder? Ich weiß es nicht, also ich bin ein Einzelkind und die Oma und meine Mutter, die haben schon immer geguckt, dass der Junge ordentlich aus dem Haus geht. So selber ein bisschen affin wurde ich, glaube ich, auf dem Fußballplatz. Also ich habe mich auch bewusst fürs Tor entschieden, weil ich dann natürlich individuell gekleidet auf dem Platz durfte. Hatte dann zu der Zeit, war Toni Schumacher, Jean-Marie Pfaff waren so die Großen. Hat mich dann immer so stilistisch auch bei denen so ein bisschen orientiert, Kragen hochgestellt und hellblau und hellgelb. Und weiß nicht, so ein bisschen modeaffin bin ich generell, aber so ein bisschen dieses, gibt ja, wenn ich Sport fotografiere und habe kurze Hosen an, habe ich ja oft die Kniestrümpfe an. Das ist aber echt so, dass die so ein bisschen Kompression bieten. Also das ist einfach angenehmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch so, wenn du zum Beispiel so im Gras sitzt oder auf dem Untergrund und du hast kurze Hosen an und dann zerschießt du dir oft einfach auch Maschinenbein oder Waden und das ist, ja, dass die halt in allen Farben gibt. Irgendwann war das so ein Selbstläufer und mittlerweile komme ich in so ein Stadion für eine Leichtathletik-Geschichte und da fragen die Leute, wenn ich sie mal nicht anhabe, ob irgendwas passiert wäre und dann habe ich am nächsten Tag wieder ein paar an. Und generell so, ich meine, heute bin ich auch eher so räuberzivil unterwegs. Das war aber der Tatsache geschuldet, dass ich gestern bei einem Workshop in Südtirol 3 Hemden gebraucht habe. Da hatte ich nicht wirklich mit gerechnet. Ich hatte 5 dabei für 2 Tage, hätte das reichen müssen. Aber da war es so heiß, dass ich quasi 3 am Tag durchgeschwitzt habe. Und deshalb blieb heute nur noch das grün-weiße Geschirrtuch übrig, aber das passt schon. Ja. Aber kommen oft Sponsoren auf dich zu, die dich mit Strümpfen und Schuhen ausstatten wollen? Wir haben lustigerweise die Geschichte mit den Strümpfen, gab es tatsächlich, dass bei der Europameisterschaft in Frankreich jemand auf mich zukam und gefragt hat, ob wir da nicht so eine Kooperation starten könnten. Aber da ist jetzt nicht wirklich was draus geworden. Ich habe das auch nicht weiterverfolgt. Okay, weil man muss ja sagen, du bist ja in einigen exponierten Stellungen sozusagen dann unterwegs, wenn jetzt im Leichtathletik-WM-Innenraum oder Olympische Spiele Leichtathletik dann... Gerade da sieht die Kamera ja die Fotografen dann doch schon das eine oder andere. Das ist richtig, aber du musst ja auch vorher sicherstellen, dass du dann nicht irgendwie besonders große Firmenlogos präsentierst. Und es ist ja verboten, da Werbung zu machen. Es ist ja sogar so, dass die Athleten zum Teil die Zeichen ihrer Hersteller auf den Schuhen oder so abkleben oder auf dem T-Shirt oder auf dem Trainingsshirt. Soweit ist es jetzt bei uns nicht. Im Oberkörper tragen wir ja meistens irgendwie so eine Fotoweste oder so ein Fotoleiberl. Und ansonsten ist man dazu aber auch angehalten bei so Veranstaltungen, dass da eben nicht groß ein Herstellername auf der Hose steht oder so. Und von daher ist das auch okay. Also der Werbeeffekt ist nicht so riesig und von daher gab es da bis jetzt auch noch keine großen Avancen. Okay. Wenn du schaffst, weniger mit den Händen auf den Tisch zu hauen, wäre super, aber nicht verkrampfen. Ja. Genau, du, hatte ich gerade schon gesagt, du bist halt, und du hattest ja auch erwähnt, du bist halt sehr, sehr viel unterwegs. Ich weiß nicht, ob du deine Tage mal gezählt hast.
Ich glaube, so mein Papa hat sich irgendwann mal so ein bisschen näher angeschaut. Ich würde mal schätzen, so locker über 250 auf jeden Fall. Also du bist ja festangestellt. Ich hatte nämlich früher 250 Reisetage, aber du als Festangestellter hast ja überhaupt nur 220 Arbeitstage. Wobei ich habe immer Urlaub und Off-Days übrig. Also ich bin da auch großzügig meinem Arbeitgeber gegenüber. Also ich würde mal sagen, aber so um die 150 Tage reise ich gewiss. Also die bin ich unterwegs. Nächstes Jahr beispielsweise mit Olympischen Winterspielen und der Fußball-WM in Russland. Das sind ja zusammen schon fast 10 Wochen. Und da habe ich noch kein anderes Event gemacht. Das ist aber trotzdem, ich sage jetzt mal ohne, du bist ja noch sehr jung, aber das ist aber trotzdem immer noch das, was du machen willst. Trotz Familie, du hast gerade schon die Tochter erwähnt und so weiter. Oder gibt es da irgendwie mal ein Umdenken, dass man jetzt so sagt, na gucken wir mal, du könntest ja auch in Frankfurt fotografieren oder wo auch immer, ne? Also ich fotografiere schon auch in Frankfurt, aber natürlich ist es so, in diesem Geschäft willst du ja auch sein, wo die Geschichten und die Bilder sind, das ist ja ganz klar. Und bei Sportveranstaltungen sind es dann eben die großen Turniere oder Krieg und Krise ähnlich, wobei da bin ich seitdem Kater auf der Welt ist extrem selektiv und halte mich da zurück. Da war ich früher öfters unterwegs, Afghanistan, Israel, Irak. Da halte ich mich momentan zurück. Das ist auch nicht so, dass ich dann sage, okay, da hängt jetzt für mich Wohl und Wehe dran, wenn ich das mache oder nicht mache. Bei den anderen Terminen ist es so, dass ich da zukünftig sicherlich ein bisschen schauen muss, wie viel kann ich denn dem großen und dem kleinen Mädel zu Hause zumuten. Weil auf der anderen Seite will ich ja auch nicht zu viel verpassen. Ich meine, die ist nur einmal klein. Ja? Wenn die dann irgendwann mal 11, 12 ist und sagt, naja, von dir hatte ich nicht viel und wer bist denn du eigentlich? Dann glaube ich, war das keine gute Idee. Und dann, das ist auch kein Bild oder kein Foto-Award der Welt wert. Keinesfalls. Ja. Was kann man denn als Fotograf oder als Fotograf, wenn man es werden möchte, weil das ist so eigentlich die Zielgruppe meines Podcasts, also für Profifotografen oder die es werden wollen, was kann man von dir lernen? Sag mal so ein oder zwei Sachen, die man sich von dir abgucken kann, wenn man als professioneller Fotograf einsteigen oder weitersteigen will. Ich glaube, ich bin recht aufmerksam bei den Events, bei denen ich bin, genauso aber auch wie in meinem Alltag. Und ich respektiere jeden Termin, auf den ich geschickt werde oder den ich mir aussuche. Und das ist ein alter Spruch von einem hoch angesehenen Nachrichtenagenturfotograf von Dieter Endlicher, der jahrzehntelang bei AP war, ein ganz berühmter Fotokollege, der hat mal gesagt, Junge, du musst dran denken, jeder Termin ist wie der Sonntagsmorgensgottesdienst. Da ging es nicht ums Gläubigsein, sondern da ging es einfach nur darum, das Event zu respektieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich weiß nicht, wie viel Dutzend EZB-Monatspressekonferenzen ich schon fotografiert habe in Frankfurt in den letzten 16, 17 Jahren. So lange gibt es das jetzt, glaube ich. Also mit Sicherheit war keiner öfter da. Aber trotzdem gehe ich da jedes Mal hin und versuche, ein gutes Bild zu machen. Was dir auch dann gelingt. Das kann passieren. Das kann passieren. Allerdings hat das nicht nur Vorteile. Dann zeigen wir es einblenden. Ja, das zeigt nicht nur die. Hat aber nicht nur Vorteile. Also die Kommunikationschefin der EZB. Achso, die war dann nicht so amused. Die war ja allen Ernstes davon überzeugt, dass ein Kollege von der DPA aus Frankfurt und ich diese ganze Geschichte angeschoben oder initiiert hätten. Also das hat mich dann echt erschreckt. Das habe ich hinterher erfahren. Tatsache war so, als die Dame damals bei Draghi auf den Tisch gehüpft ist, ich war da quasi nur der Backup. Den Termin hatte ein Kollege ausnahmsweise, war schon zugesichert. Dann gab es eine Info, dass Femmen vielleicht was planen würde. Achso, die hattet ihr schon? Die hatten alle Agenturen. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn die das vor der Tür machen, kennt ja den Klassiker, die Mädels T-Shirts hoch, irgendwas draufgeschrieben, EZB-Gebäude hinten dran. Dann war aber da draußen niemand. Dann sag ich, dann gehst du halt nochmal rein, trinkst noch einen Kaffee und drückst vielleicht noch einmal mit drauf oder sagst den Kollegen Hallo und gehst dann wieder. Dann war da aber so eine ganz eigenartige Spannung und dann habe ich mich eher so an die Seite gesetzt, nach rechts. Und da saß nur noch ein Kollege mit mir und ja, dann ging das auf einmal ganz schnell. Und da kam mir dann die Sportfotografie zu Pass, weil etliche Kollegen haben das versucht mit einer 250stel, was bei so einer Pressekonferenz normal reicht. Und ich hatte meine Kamera aber irgendwie, glaube ich, auf Zeitautomatik 640stel oder sowas eingestellt, also Zeitvorwahl. Und deshalb habe ich das ganz gut einfrieren können und es ist mir nicht alles verwackelt, weil es muss ja auch nicht immer alles Mitzieher oder verwackelt sein. Ja.
Ja, für Mitzia war vielleicht auch zu spontan dann. Ne? Ja, waren auch zu viele Dimensionen. Ja? Also die ist nach vorne gelaufen, die ist hochgesprungen von rechts nach links. Ja, ich glaube, das wäre zu viel des Guten gewesen. Also das kriegst du vielleicht mit einer 3D-Kamera dann als Mitzia hin, aber nicht mit einer normalen Kamera. Ja, aber wie hast du es da, das wäre jetzt auch ein Bild, jetzt wo du es genannt hattest, war das halt jetzt gerade eine Steilvorlage, da wäre ich gleich später auch nochmal zugekommen. Aber wie, warum hast du es dann besser gehabt als alle anderen mal wieder? Wegen der 640. oder was? Also und das war dann reines Glück oder rechnest du immer mit sowas und hast immer eine 640? Also ich bin der Meinung, also mit den neuen Kameras, die ja immer mehr können, die haben aber den einen Nachteil, du musst sowas du früher, ich kann mich noch erinnern, wenn wir noch weiter zurückgehen, früher hast du dich mit einer Filmkamera und einem 400mm 2.8 ins Fußballstadion gesetzt und das Standardlicht waren so 1600 ASA und 500stel 2.8. 500stel 2.8 heute mit dem 400er bei 1600 ASA, da würde Folgendes passieren, das wäre alles verwackelt und verwaschen. Weil es liegt an den größeren Chips. Genau. Also es ist eine technische Weiterentwicklung. Ich muss jetzt also auf 4000 ASA und muss mit 1250stel oder dem 1600stel fotografieren, um das gleiche scharfe Resultat zu erzielen. Und ich war schon immer ein Freund dessen, dass ich gesagt habe, naja, lieber friere ich was ein, als dass mir es dann verwackelt ist. Es ist auch zum Beispiel so, dass meine Kameras in meinen Fototaschen immer auf TV, also auf Zeitvorwahl eingestellt sind, mit einer Verschlusszeit ab einem 500stel. Und bei der Canon ist es so, dass ich dann ein zweites Set für einen Mitzieher mit einer Zehntel oder 15stel auf dem Sternchen hinten auf der Rückwand gespeichert habe, dass ich einfach flexibel bin, wenn ich sowas spontan auch mal in einem Spiel machen will, weil hin und her zu drehen, das ist unmöglich, das funktioniert. Dann auf AV oder was? Nee, auch mache ich meistens auch mit TV, Zehntel oder 20stel. Ach so, auf die hast du, okay, ja. Alles klar. Ja, die Verschlusszeit. Und, ja. Und das funktioniert ganz gut. Also das ist, weiß nicht, das ist aber was jeder, man jeder benutzt auch andere. Die einen schwören auf manuell und bloß nicht zu viele Automatiken. Also das ist meine Grundeinstellung, so nehme ich meine Kamera in die Hand und ich weiß, ich werde immer ein Bild kriegen. Die haben zum Beispiel dann auch eine ISO-Automatik eingeschaltet in dem Fall, weil dann habe ich immer ein Foto. Natürlich, wenn ich dann bei einem Spiel sitze und ich weiß, jetzt ist hier den ganzen Abend über das gleiche Licht, dann mache ich meine 2000 ASA, meine 1000stel, 2.8 oder was auch immer ich benutze und mache das natürlich manuell. Aber so im Alltagsgeschäft halte ich es gar nicht für falsch, dass ich mich ein bisschen auf Automatiken verlasse, weil dann kann ich mich öfters auf das Objekt, das ich fotografieren will oder gerade wenn Dinge schnell und unvorhergesehen passieren, viel besser konzentrieren, einstellen und es geht mir eben nicht durch die Lappen. Oder ich habe gleich den ersten Moment und nicht, wenn die auf dem Tisch steht bei Draghi und anfängt, Konfetti zu werfen, sondern das spannendere Bild war ja der Moment, wo die junge Frau da drauf gesprungen ist. Mhm. Sie eigentlich von hinten, aber es war einfach die Spannung in dem Bild war extrem. Ja. Er reißt erschrocken die Hände hoch, die Kommunikationsdirektorin ist total erschreckt, der Vizepräsident eher unbeteiligt, der Sicherheitsmann sieht schon die Kündigung ins Haus kommen, ja, weil der Letzte war, der reagiert hat. Also da ist es besser, wenn ich weiß, mein Zeug funktioniert gleich. Aber in der Situation musst du halt auch gerade das Glück oder die Ahnung haben, dass du halt nicht auf dem 70-200mm gerade das Porträt vom Draghi machst. Ne? Aber wird der ein oder andere neben dir auch in der Hand also gehabt haben. Es gab einen Kollegen, der war sogar noch länger. Der war ziemlich baff, weil der hat überhaupt nicht mitgekriegt, was passiert ist. Und aber der hat ein schönes Bild mit Draghi und engen Konfettis, die vor seinen hat Augen... ich glaube, das war auch so mit der letzte Termin, den der für diese Wirtschaftsagentur gemacht hat. Wobei ich finde, dass er hat, glaube ich, nichts davon gewusst, dass da was passieren könnte. Okay. Also das lag aber jetzt dann, um es aufzuklären, so ein Stück weit, ich habe es ja nicht mitverfolgt, ich habe das Bild natürlich gesehen, es war auch ein bisschen schon in der Luft lag was. So. Also man hat das gespürt. Es wusste keiner, wer was tun wird. Nee, aber du warst vorgewarnt. Die Journalisten wussten, Femen plant einen Protest während dieser Pressekonferenz. Wie der aussieht, wer da was tut, mehrere Leute, das war uns allen völlig fremd und nicht bekannt. Deshalb war es dann schon eine Form von Reaktion, die wir zeigen mussten. Aber das, was hätte passieren können, wussten wir. Okay, aber du warst trotzdem, hast es halt trotzdem besser gehabt, weil du vielleicht noch gefasster drauf warst. Ja, ich habe schon noch einen Kollegen, der hat so ähnlich, der hat vielleicht einen Sekundenbruchteil später, aber ich habe am schnellsten reagiert. Ja. Also ich habe auch, die Position war auch gar nicht so schlecht. Am Anfang dachte ich noch, Mist, bist vielleicht auch auf der falschen Seite gewesen. Aber das hat sich weil du sie halt von hinten hattest, aber dafür war Draghis Blick halt in deine Richtung, glaube ich, ne? Wenn ich das Bild nicht richtig dran erinnere. Ja. Und vom anderen wäre halt sozusagen das nicht so... Ja, die meisten Kollegen waren einfach auch einen Augenblick später. Und da war dieser Überraschungsmoment für alle in diesem Bild, der war nicht mehr ganz so extrem wie da.
Okay, ja, cool. Dann habe ich noch eine letzte Frage, um das ganze Thema dann Wer ist Kai Pfaffenbach abzuschließen. Warum bist du denn eigentlich nicht selbstständig? Also warum bist du in einer Nachrichtenagentur Fotografie? Weil ich sage jetzt mal, mit deinem Wesen, mit deinem Charakter, mit deiner Qualität könntest du ja auch locker sagen, ich mache mich selbstständig, ich mache jetzt Corporate, Werbung, was auch immer, gerade so als Persönlichkeit, die du ja auch hast, abgesehen vom Können, denke ich, ist in der heutigen Zeit ja auch immer wichtiger. Da würdest du ja ideale Voraussetzungen bieten, um halt in einer freien Wirtschaft auch unterwegs zu sein, oder? Also es ist so, dass ich ja lange frei gearbeitet habe und Reuters mir damals eigentlich in der Zeit, wo es gar keine festen Stellen gab, eine feste Stelle angeboten hat, die auch ordentlich bezahlt ist. Und ich fühle mich da einfach nach wie vor wohl. Ich fühle mich auch in dem Wettbewerb noch wohl. Vielleicht ist es auch, Bequemlichkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber ich müsste ja dann doch wieder ganz anders agieren. Ja, ich müsste vielleicht dann Persönlichkeit oder Charakter ausnutzen. Ich müsste mich aber vielleicht in mancherlei Hinsicht auch ein bisschen verbiegen und anpassen, was ich so jetzt weniger muss. Die Freiheiten in den Terminen, die ich besetze, die sind schon relativ groß, die Reuters mir bietet. Und das Gesamtpaket, Equipment, Dienstwagen und, das ist sehr gut. Das ist wirklich gut und das ist auch ein Stück weit komfortabel und gibt mir eine ideale Plattform, um die Arbeit so zu machen, wie ich denke, dass Reuters und den Reuters Kunden gefällt und mir aber auch Spaß macht. Und das ist der Grund, warum ich es nach wie vor so noch mache. Es gab auch schon Angebote von großen deutschen Verlagshäusern, vielleicht mich eher um Fotomanagement oder in Bildredaktionen umzutun. Und für mich ist so ein bisschen die Prämisse, solange ich noch vor der Musik herlaufe und nicht hinterher renne, will ich eigentlich noch weiter fotografieren. Und das hat sich auch so die letzten 2-3 Jahre rauskristallisiert, obwohl ich älter werde, dass es nicht so ist, dass ich zu langsam bin oder dass mir die Puste ausgeht, wenn es drauf ankommt. Und solange ich das Gefühl habe, das kriege ich noch gut hin, will ich es eigentlich auch noch weitermachen. Also weil ich einfach auch diese Abwechslung im Alltag, die mag ich gern. Das gefällt mir gut. Ja, ins Management hatte ich jetzt auch nicht gedacht oder so an Tisch, aber ich hätte jetzt gedacht sozusagen in andere fotografische Bereiche, was weiß ich, Corporate-Kundschaft und so, wo man sicherlich auch vielleicht noch mehr Geld verdienen kann, ne? Gerade mit deiner Qualität. Das ist vielleicht der Fall. Es gibt da auch immer mal wieder Anfragen, die kommen einfach so. Das war ganz witzig. Jetzt nach der World Press Geschichte kam das zuhauf. Ich habe mich dann gewundert und gesagt, naja, also. Und du hast mit dem Sportfoto ich habe einen dritten Preis im Sport Single gewonnen. Und das Witzige ist aber, dass du bist ja dann quasi World Press Winner und ja, die Leute. Das ist so da haben wir wieder dieses Visitenkartenthema. Ne? Je länger die Preisliste wird, du weißt es ja selbst, ist es ja auch so, dass das Renommee automatisch mit größer wird, weil die Leute ja realisieren, okay, das ist ja nicht immer nur Zufall oder Glück. Oder ein Freund von mir, der bei der TSG Hoffenheim Pressesprecher ist, hat sich letztens bei der Eröffnung einer Ausstellung von mir in Hanau im Spruch von seinem Trainer Julian Nagelsmann bedient, den ich eigentlich ganz schön finde, so ein Kompliment, das muss ich vielleicht mal merken. Und er sagt dann, naja, immer nur Glück ist ja auch Können. Ne? Aber deshalb mir macht dieser Agentur Stress und Alltag nach wie vor noch Spaß. Ja? Keine Ahnung, wie das in 2-3 Jahren ist, wie sich der Markt da darstellt, ob mir dann irgendwann mal nach den 10. Olympischen Spielen die Puste ausgeht oder die 5. Fußball-Weltmeisterschaft, das weiß ich jetzt vorher noch gar nicht. Aber im Moment macht es mir noch Spaß und deshalb will ich es auch, ich will es gar nicht ändern. Also ich würde es jetzt nicht proaktiv angehen, dass ich sage, ich muss das verändern. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für dein Interesse. Am nächsten Donnerstag gibt es einen weiteren Teil. Dann wird Kai mir einiges über seine sehr bekannten Bilder von Usain Bolt und seinem Bild von Mario Götze beim Golden Goal sozusagen zur Fußball-Weltmeisterschaft erzählen. Die du bestimmt auch kennst. Ja, also am nächsten Donnerstag, der zweite Teil, sei mit dabei.